Damit wieder recht herzlich willkommen hier wieder zurück auf unserem Kanal zu einem neuen kleinen Let's Play. Und zwar schauen wir heute in das Spiel rein. Exposure. Und wir sind direkt drinnen im Spiel. Ich habe keine Ahnung, what ist unsere Aufgabe, aber wir sind erstmal hier in einem Haus. Können wir wieder raus? Geht das? Nein. Okay. Das heißt, wir gucken jetzt erstmal hier uns um. Sieht aus wie ein bisschen wie in einem Phasmophobia-Haus. Muss ich ganz ehrlich sagen. Fehlen nur noch die Sachen. Also, ne? Hier die Werkzeuge. Ah, okay. E ist interagieren. Okay. Also wir sind auf jeden Fall in einer sehr übersichtlichen Küche. Aber muss ich sagen, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ja, bis jetzt könnte es mir hier einigermaßen gefallen. Also muss ich ja mal sagen. Sieht gar nicht mal so anders aus. Gott, wie kann ich denn... Ich will es lesen. Es ist ungefähr 2 oder 3 Wochen her, seit Lily Fieber... ich dachte, das wäre ihr Name. Lily Fieber, aber nee, Lily hat Fieber bekommen. Seit Lily Fieber bekommen hat und die Dinge werden jeden Tag schlimmer und schlimmer. Ärzte und ich wissen nicht, was mit ihr vor sich geht. Die Träume, die sie jede Nacht sieht, machen keinen Sinn und ihr Verhalten ändert sich ständig. Sie konnte einfach grundlos aggressiv werden und am nächsten Tag tat sie sich leid. Tat sie sich leid? Okay. Die ganze Situation ist nur ein schrecklicher Traum, aber der einzige Unterschied, es ist kein Traum. Diese Dinge scheinen einfach zu sein, wenn man eine Meile weit wegschaut. Eine Weile wahrscheinlich. Aber wenn es zu dir kommt, dreht sich die ganze Welt auf den Kopf. Okay, was hat denn Lilly? Okay, also Lilly ist unsere Tochter und der geht's nicht so gut. Und wir sind das Elternteil? Also, sind wir Vater, Mutter, Kind? Was sind wir? Gut, schauen wir mal oben. Vielleicht finden wir ja oben noch weitere Hinweise zu Lilly, unserer Tochter. Ich würde sie auch feiern, wenn wir Licht anmachen könnten, anstelle hier mit so einer Taschenlampe hin und her zu rennen. The Master Bathroom. Ja? Ja? Ja, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Okay, warte, hier ist noch ein weiterer Zettel. Den wir natürlich lesen. Passwort von meinem Laptop ist 11410. Okay, das schreibe ich mir mal lieber auf in mein kleines Büchlein. Vor allen Dingen, wo ist der Laptop? Also wahrscheinlich gibt es noch ein Arbeitszimmer. 11410. Aber, ja, wir gucken mal. Erstmal haben wir hier das Schlafzimmer. Und hier scheint es keinen Laptop zu geben. Was war das? Okay, Waschküche. Ja. Sehe ich. Nochmal ein Badezimmer. Okay. Tür ist zu. Und Arbeitszimmer. Da ist der Laptop. Okay, wir gucken mal vorher nochmal ganz kurz hier rein. Vielleicht finden wir hier noch weitere Notizen. Aber wir finden keine weiteren Notizen. Okay, und hier kommen wir nicht rein. So, dann werden wir mal uns an den Laptop ransetzen, um mal zu schauen, was wir da so finden. Schönes. 11410. So, jetzt können wir uns Fotos angucken. Ich weiß gar nicht, ob ich das möchte. Es ist sehr dunkel, das Foto. Können wir das aufhellen? Also haben wir hier Photoshop irgendwas? Kann man hier Gamma irgendwie? Höhe? Helligkeit? Kontrast? Irgendwas? Das ist alles, was wir hier auf dem Laptop haben? Ein Foto. Worauf wir nichts erkennen können. Okay. Das war sehr hilfreich. Oh, wir haben hier noch ein Safe. Warte. Ich konnte gerade eben hier noch drauf zugreifen. Notiz. Nein, lass mich doch die Notiz sehen. Ich will doch nur jetzt. Okay. Dreh das doch. Dreh es doch richtig rum. Lesen. Sehr geehrter Herr Blake, ich habe die guten und die schlechten Nachrichten für Sie. Die gute Nachricht ist, dass es kein Anzeichen für gefährliche oder Krankheiten gibt, die unsere Leute finden könnten. Die schlechte Nachricht ist, dass es keine Erklärung dafür gibt, was die Ursache des Fiebers sein könnte. Aber geben Sie nicht auf. Es gibt immer noch psychologische Gründe wie Angst, Stress oder einfache Überarbeitung. Wir könnten einige Tests wiederholen, wenn Sie sich entscheiden, aber im Moment habe ich nicht viel zu sagen. Mit Respekt, Dr. Aaron Brooks.
Okay, also wir wissen nicht, was die Ursache ist für das Fieber. So, wir kommen immer noch nicht in das Zimmer von Lilly. Können wir denn hier noch irgendwas in der Waschküche machen? Nee. Okay, also wir haben einen Laptop gefunden mit einem Foto. Auf dem Foto haben wir einfach mal nichts, also wirklich gar nichts erkannt. Also wirklich, wenn ich meine gar nichts, wir haben eine Kleinigkeit haben wir gesehen. Das war's. So, jetzt ist die große Frage, was sollte eigentlich auf dem Bild zu sehen sein? Irgendwas vom hinten, also Hinterhof? Irgendwie der Kamin? I don't know. Wir konnten ja auch nichts sehen, aber wir können ja noch die weiteren Schubladen hier erstmal öffnen. Und wir finden nichts. Wie sollte es auch anders sein? Okay. Hier ist ein Schlüssel. Warum ist hier ein Schlüssel? Und von wo? Habe ich einen Inverter? Ich habe keinen Inverter. Ja, oh, okay. Wer auch immer da drin. Können wir gehen? Geht das? Nein. Okay, dann gehen wir einfach hier oben hin. Hier oben haben wir noch zwei verschlossene Türen. Okay, die Tür ist jetzt offen. Was? Okay, hier ist ein Foto. Lass uns doch das. Okay. Foto von unserem Haus. Oder. Oder. Wie darf ich das jetzt sehen? Ich würde sagen, ja. Aber ich kann es auch nicht aufnehmen. Weil, wenn das unser Haus ist. Ah, da haben wir ja richtig gute Haus. Also ich habe das Gefühl, ich muss irgendwas mit diesem Bild machen, aber ich kann mit diesem Bild nicht interagieren. Geben Sie mir das Bild. Ich versuche jetzt wirklich gerade irgendwie den Fokus auf dieses Bild zu packen. Damit ich das irgendwie nicht. Da war es gerade. In die Hände kriege! Okay. Also wir haben uns das Foto angeschaut. Ich hab eh gespammt. Leider konnte ich nicht sehen, was da drauf war. Und dann sind wir eingeschlafen und sind jetzt im Schlafzimmer wieder wach geworden. What the fuck? Warum? Also, ich verstehe es nicht. Gut. Gehen wir erstmal hier rein. Haben wir hier irgendwas Spezielles? Hat sich irgendwas verändert? Ich sag mal nee. Auf den ersten Blick sieht alles normal aus. Hallo? Hallo? Das Foto ist weg. Okay. Wäsche hat immer noch keiner gemacht, schade. So, Badezimmer sieht auch noch safe aus. Arbeitszimmer. Der Laptop ist weg. Da komme ich immer noch nicht rein. Oh ne, der Laptop ist zugeklappt. Er ist nicht weg, er ist nur zugeklappt. Okay. Gut, gehen wir mal nach unten. Vielleicht hat sich hier unten irgendwas getan. Also, ich hoffe nicht. Ich will keinen Surprise haben. Warum hat jetzt gerade die Taschenlampe so geflackert? Da ist eine neue Notiz. Ich finde nur heraus, dass die Frau meiner Träume meine Schwester ist. Ich kenne keine Worte, um zu beschreiben, was ich gerade fühle. Ich war 11. Als sie unsere Mutter und unser Vater tötete. Ich holte das Gewehr des Vaters und erschoss sie mitten in der Nacht. Aber sie hat mich nicht getötet. Seitdem habe ich nichts von ihr gehört. Was? Nochmal. Ich finde nur heraus, dass die Frau meiner Träume meine Schwester ist? Also schon mal fraglich. Ich kenne keine Worte, um zu beschreiben, was ich gerade fühle. Ich war 11, als sie unsere Mutter und unseren Vater tötete. Eine Schwester? Ist, okay. Sie holte das Gewehr des Vaters und erschoss sie mitten in der Nacht. Aber sie hat mich nicht getötet. Seitdem habe ich nichts mehr von ihr gehört. Ja, besser ist, würde ich sagen. Also. Deine Schwester hat deine Eltern umgebracht. Aus welchem Grund, bitte? Okay.
What the fuck? Hat der Stuhl sich bewegt, oder was? Oh, ist ja unangenehm. Kann ich den Stuhl wieder ranschieben? Ich kann hier nicht hin. Okay. Gut, 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 gut. Cool, 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 cool. Gehen wir halt außen rum. Okay. Hello. Hello? Oh Gott, ist ja gar nicht mal so nett. Könnten wir Licht anmachen irgendwo? Ich fühle mich gerade sehr, es ist sehr unangenehm. Es ist sehr, sehr unangenehm. Wirklich. Nicht schön. Gar nicht schön. Was ist hier los? I don't like. Gar nichts. Ich mag davon gar nichts. Überhaupt nichts. Okay. Also, Küche. Küche? Wir haben hier zumindest keinen weiteren Hinweis. Können wir dieses Messer nehmen zur Verteidigung? Bitte. Bitte. Lass uns das Messer nehmen. Bitte. Okay. Kann ich den Stuhl einfach wieder da so hinschieben? Wäre das okay? Nein. Okay, hier komme ich. Hier komme ich nicht rein. Gut, gucken wir hier nochmal im Badezimmer nach. Okay, kein Zettel. Gar nichts. Können wir gehen? Nein. Ach, guck mal, da ist noch ein Schlüssel. Frage mich, wofür dieser Schlüssel ist. Und ich will es eigentlich, glaube ich, gar nicht herausfinden, wofür dieser Schlüssel ist. Aber da gucken wir jetzt uns jetzt erstmal hier oben die Tür an. Ich hoffe nicht, dass der für unten ist. Unten habe ich das Gefühl, dass es da noch einen Kellerbereich gibt. Nein, es ist für das Kinderzimmer. Zweites Schlafzimmer? Okay, ich hätte gedacht, das wäre jetzt das Kinderzimmer von unserer Tochter. Von Lilly. William, wenn du das liest, dann bin ich wahrscheinlich tot. Es war nicht deine Schuld. Du hast mehr für mich getan, als ich mir vorstellen könnte. Es war zu spät. Und ich konnte nicht mehr widerstehen. Es war nicht die Schwester, an die ich mich erinnere. Jetzt war das etwas anderes. Ich fürchte, dass es zu dir kommen wird. Bitte geh weg und kehre niemals in dieses Haus zurück und vergiss mich. Du hast die Möglichkeit, dein Leben von Grund auf neu zu beginnen. Danke für ihre Unterstützung und Freundlichkeit. Ich werde dich immer lieben. Was? Bitte was? Oh oh. Fuck you. Wir machen die Tür ganz schnell wieder zu. Aber sowas von schnell. Okay, wir haben noch einen Schlüssel gefunden. Wahrscheinlich für unten. Also, ich hoffe für die Haustür. Hallo? Hallo? Oder ist es für den Safe? Okay, mal ganz kurz gucken, ob das für den Safe. Vielleicht ist ja da eine Waffe drin, aber da ist nichts. Okay. Okay, wir sind easy. Also wir machen jetzt hier, wir gehen. Wir gehen einfach. Wie wäre es einfach, dass wir, wir gehen nicht. We don't go. Ist das euer Daddel da, dein Ernst? Ich sehe halt nichts. Aber davon eine Menge. Dafür, dass ich nichts sehe.
Okay, also es ist ein Abstellraum, also eine Kammer oder irgendwas, auch wenn ich davon... Es ist eine Garage. Es ist eine Garage. Können wir einfach gehen? Wäre das eine möglich? Also ist das... Ist das... möglich? Bitte? Einfach nur... Bitte, bitte? Ich habe auch keinen Schimmer, was jetzt... Also... was jetzt auf uns wartet, auf uns zukommt. Können wir einfach, also, warum? Warum? Lass uns doch durch dieses Tor gehen. Aber wir haben, also hier ist, wir haben jetzt hier nichts gefunden, ne? In der Garage. Garage. Also außer Regale und, Behälter. Warte. Wir haben noch einen Schlüssel gefunden. Ist der jetzt für die Haustür? Das war aber gar nicht unangenehm. Gar nicht unangenehm. Ich kann immer noch nicht gehen. Ich habe einen Schlüssel, womit ich nicht gehen kann. Es ist... Ich muss wahrscheinlich zum Safe. Okay, komm, wir gehen zum Safe. Ich hoffe, wir kriegen da eine Waffe. Lass uns da eine Waffe kriegen. Wir kriegen einen weiteren Schlüssel. Ich könnte kotzen. Warum denn? Hallo, Ma'am. Ciao, Ma'am. Ich kann nicht gehen. Doch, ich bin gegangen. Oh Gott. Bin ich geflohen? Erfolgreich? Bitte. Bitte lass es ja sein. Zwei Monate später. Okay. Wo sind wir denn jetzt? Er läuft alleine. Warum läuft er denn alleine? Dankeschön. Und wo sind wir? Also, es sieht auch sehr nice aus. Muss ich mal sagen. Also, gar nicht mal so schlecht. Habe ich einen Schlüssel? Irgendwas? Nein. Ich kann mit nichts interagieren. Also, was ist meine Aufgabe? Vielleicht wirklich Fernseher anmachen. Ja. Hallo? Ist er doch gerade geklopft, oder nicht? Okay, was ist das? Lesen. Fast zwei Monate vergingen seit dem Albtraum, den ich durchgemacht habe. Ich habe das von meiner Brust und verkaufe das Haus. Obwohl ich Lilly immer noch nicht vergessen kann. Ich vermisse sie. Also, ist jetzt... Was ist denn jetzt Lilly? Ist jetzt Lilly unsere Tochter, Schwester, Geliebte, Haushälterin? I don't know. Okay, ich kann immer noch nicht raus. Okay. Also wir können nirgendwo raus. Wir können den Fernseher nicht anschalten. Wir können mit nichts weiter interagieren. So richtig. Leider. Was? Was? Oh Gott, da ist ein Schlüssel. Ja, da muss ja erstmal einer drauf kommen, dass da ein Schlüssel ist. Kann ich jetzt raus? Jawohl. Hallo? Okay, Wohnung ist wieder abgeschlossen. Sehr gut. In die anderen Wohnungstüren dürften wir ja nicht hinkommen, weil wir gehen jetzt einfach raus. Hoffe ich. Wir gehen nicht raus. Warum gehen wir nicht raus?
Weil wir es nicht können oder weil wir nicht wollen? Haben wir was vergessen? Soll ich noch eine Jacke anziehen? Irgendwas? Muss ich noch was mitnehmen? Also, eine ID-Card? Regenschirm? Also ich meine, es regnet ja draußen, ne? Wie wir ja sehen können. Deswegen vielleicht Regenschirm? Möchte er nicht nass werden, wenn er rausgeht? Was is unser nächster Step? Wir lassen mal die Tür offen. Vielleicht können wir ja... Also hier kann ich nichts mit interagieren. Hier auch nicht. Da liegt ein Foto. Warum liegt da jetzt auf einmal ein Foto? Ich kann nicht... So jetzt. Okay. Die verfolgt mich? Nee, Freunde, nee. Ich sehe nichts mehr. Okay, ich bin einfach umgefallen. Wahrscheinlich tot. Wer war denn sie jetzt? Es war das Lilly? Danke für das Spiel. Ja, nice. Wir haben's nicht überlebt. Schade. Ja, wenn euch das Spiel auch gefallen hat, dann lasst es uns gerne wissen in den Kommentaren. Und wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt, gerne die Glocke aktivieren. Und wir sehen uns einfach beim nächsten kleinen Projekt. Bis dahin sage ich erstmal, reingehauen.